Und damit herzlich willkommen. Hast du jetzt gesehen, ey? Hör. Zu einer neuen Runde LS22 im BG Challenge Projekt mit dabei Herrn Sukoseke und Staats-WTV. Grüße. Mittelfinger Mittwoch. Guten Tag. So Hallo. Oder so ähnlich, genau. So, die zwei Missionen sind komplett ready. Ich warte kurz hier, bis du durch bist. Soll ich die Bahnen jetzt schon dahin bringen, wo sie hin sollen? Würde ich sagen. Dann sind sie weg und wir haben das Geld. Dann ist doch die nächste Anschaffung auch schon fast drin, oder nicht? Oder täusche ich mich gerade? Ja, die wird dann wahrscheinlich schon drin sein. Wir haben noch nicht mal den alten Schwader verkauft, falls wir es überhaupt machen müssen wollen. Ah, den hätte ich ja mitnehmen können. Scheiße. Ja, hab ich. Ich bin ja hier, ich habe nichts zum dranhängen. Genau. Ja, weil ich hätte ja auch hier. Ich habe aber den neuen Schwader ja da gelassen. Wo? War jetzt hin. Bei mir. Feld 64. An der 64. Achso. Ja, das ist ja auch richtig. War jetzt ja hinten und hol die Spritze und mach die Spritzmission. Achso. Ja, ich fahr zum Feld 64 jetzt erstmal. Ja. Ich nehme den Schwader auch erstmal mit, den können wir ja immer noch verkaufen. Wenn wir in der Nähe sind. Falls wir ihn überhaupt verkaufen wollen. Am Ende sind es ja auch Punkte. Wenn ich jetzt in den Tieflader oder hier in eine Mulde fahren würde, die voll ist mit Rüben, würden die Rüben dann da rauskullern? Das ist ein Feature, was ich mir für den nächsten LS wünsche. Ui, ist das Ding voll, Junge. Eieiei, also das, oh. Wo ist denn jetzt der Gabepunkt? Da könnte heute sich tatsächlich noch irgendwas entscheiden. Da könnte sich heute noch entscheiden, dass wir gewinnen, glaube ich, ne? Auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich auch. Ich hatte hier noch einen Kommentar. Ah, da, genau. Den fand ich auch sehr interessant von Hinky. Den wollte ich auch gerne vorlesen. Und zwar unter Folge 127. Ich weiß leider die ganz genaue Thematik nicht mehr, woraus dieser Kommentar entstanden ist, aber er klang interessant. Und zwar schreibt der Hinky, Reifengas wird in Reifen von Verkehrsflugzeugen, Rennrädern, Mountainbikes, Gefahrgut-LKWs, Fahrzeugen für Einsätze in Tunneln und Bergwerken und Formel-1-Fahrzeugen eingesetzt, um zum Beispiel eine Gefahr der Brandentwicklung und Förderung bei einem platzenden Reifen zu minimieren, beziehungsweise eine Selbstentzündung durch einen defekten oder durch einen mit erheblich zu geringem Luftdruck betriebenen Reifen oder eine überhitzte Bremsanlage zu verhindern. Dieser Vorteil ist auf normale PKW-Reifen nicht übertragbar. Cool. Fand ich einen sehr coolen Beitrag. Hab ich nicht gewusst, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, in Reifen ist einfach immer Luft drin. Ist es auch. Ja, aber ich weiß ja nicht. Ich weiß, also ich kenne tatsächlich die Füllung eines Reifen von einem Flugzeug nicht, oder? Ja. Das, was da jetzt drin sein soll, das wäre mir neu, tatsächlich. Aber vielen Dank, Hinky. Das klang jetzt tatsächlich aber auch eher so, als wäre das von Wikipedia oder so. Oder? Täusche ich mich da? Das klang jetzt wirklich wie ein Beitrag der Wikipedia. Oder das? Wikipedia, genau. Wikipedia. Nee, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen jetzt. Gut geschrieben, würde ich sagen. Oder das, ja. Eindeutig. Also wenn das wirklich so ist, ich hab's nicht gewusst. Also ich weiß jetzt nicht, was auf was für ein Gas er das Reifengas da anspricht, aber... Das weiß ich auch nicht. Wenn es eine reine Stickstofffüllung ist, dann weiß ich, ergibt das überhaupt keinen Sinn. Also wegen der Entzündung meine ich jetzt, ne? Mhm. Was haben wir denn hier noch? Kersten schreibt, beim Fahrsilo drückt man den Sauerstoff auch raus und deckt ihn dann ab, damit es nicht schimmelt. Mhm. Habe ich gewusst. Deswegen schmeißen wir uns immer platt auf die Folien. Genau. Ja. Wo ist denn die Einfahrt zu dieser Wiese 64? Oben an der Kreuzung. Das willst du nicht wissen. Das ist über die 63. Och, nicht ernsthaft. Das ist echt wild da. Ich komme hier nie wieder raus. Regie, einmal umschalten bitte. Danke. Mhm.
88% abgeschlossen. Beste Baujahr. Nach 89? Nee, Tenso, welches ist das Beste? 88. So, na, ein Ding ist das nämlich. Ist, habt ihr ja recht, 88 ist das beste Baujahr nach 89. Das ist korrekt. So. Achtung, Staatsfeind betritt das Feld. Ach hey. Ladies and Gentlemen, Mayday, Mayday. Ja, schon wieder? Und du hilfst mir rühren, Dodo. So. Was zu petulieren. Hast du einen Wender dabei, Dennis? Nö. Ich habe einen Schwader, den alten Schwader. Wo ist denn der Wender? Gute Frage. Wo ist der denn eigentlich? Ja, das weiß ich auch nicht, wo ihr den gelassen habt. Ich kann nicht sagen, wo das steht. Ich auch. Doch, und er hat da 127. Na, dann hole ich ihn mal, wa? Ja, da alle nicht. Wo genau ist jetzt die Einfahrt? Über die 63 muss rein. Also ein Stück weiter noch jetzt. Und dann hier, wo ich jetzt rauskomme. Ich habe mal eine kurze Frage. Ja. Feld 45 war eine Düngemission, ja? Dennis war rechts rum. Spritzen. War über, die, über das Schloss da. Ja. Spritzen heißt der Herbizid oder das Unkrautspritzen? Ja. Gut, Unkraut. Dass mir das vorher gesagt wurde. Ich habe Spritzen gesagt. Ja, eine Spritze ist, macht Spritz auch Dünger. Also aber eine Düngemission ist Dünger. Ja. Also. Noch mal ein bisschen an unserer Kommunikation arbeiten hier, glaube ich. Ich glaube auch. Also für mich war immer, Spritzmission ist Herbizid und eine Düngermission ist dann halt Dünger, egal ob fest oder flüssig. Du kriegst gleich Dünger, so fest oder aber flüssig. Für, so war es für mich aber auch. Immer danke, Säge, dass du mal auf meiner Seite bist. Ausnahmsweise mal. Ich gewöhne mich aber auch nicht dran. Also ich reduziere das auf, dass... Will ich mich schon nicht dran gewöhnen. Hallo? Ja. Hallo? Bei mir leckt es des Todes gerade. Ja. Ja, bei mir nicht. Das ist auch wieder schlecht im Teamspeak alles. Oh oh. iRobot. iRobot. Mayday, Mayday. Unser rechtes Triebwerk ist ausgefahren. Und wer hat die Münzen wieder vergessen? Oh. Hey! Ja, Werner, wirf nach. Werner, wirf nach, schnell. Ich war mit Flüssigdünger da. Hey, Werner. Oh, speichern. Ja, wir werden Euro nachwerfen. Wir werden aber gerade kurz schon unten. Team 2. Hier muss man echt auf die 63 rauf, oder was? Ja, du musst da, ja, du musst genau. Drüber fahren. Oh. Oh, Mayday, Mayday. Oh, oh. Mayday. Oh. Das kann immer schlimmer. Ja. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich weiß nicht warum. Ich schwamm drauf, dass ich schon in der Fluss lande. Nicht schon wieder. Kein Holz. Jemand fragt. Ja, stimmt. Wird wahrscheinlich gleich die erste Frage sein. Macht ihr Holz? Nein. Oha, Uwe ist weg. Uwe left the game. Ja. Oh, warum ausgerechnet heute? Oh nee, du. Anhänger, komm mit um die Ecke hier. Das kann nicht so schwer sein, Mensch. Nach Papaya. Aber jetzt geht's wieder gerade, ne? Dennis, schnell auf Holz klopfen, bitte. Hab ich. Das klang mehr metallisch. Nee. Der blecherne Holz. Bung, bung, bung. Nee, sagt er. Das ist meine Holzplatte hier. Aus Stahl, oder? Ich hab mir an den Kopf, an die Stirn geklopft. Ein Brett vorm Kopf. Naja, wer kennt's nicht? Was ist das denn für ein Riesenschwader? Eieiei, wer hat den hier gekauft? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Nächstes Mal musst du dir die Sachen vielleicht angucken, bevor du sie kaufst, denn so.
Er kauft einfach wild hier. Prost. Prost. In the bush. Im Werner steigen gerade die Punkte hoch. Liefern die gerade ab oder was? Wahrscheinlich Rüben oder so. Und jetzt bei 70. Boah. Ja, Andi ist hier gegenüber von mir auf dem Feld. Rüben am Ernten. Kannst du nicht mal das Silo da abbrennen oder so? Aber zählt das denn im Anhänger? Zählt das oder nicht, oder? Im Anhänger zählt das nicht, nein. Ja, köpft er wahrscheinlich ab oder so. Wo ist denn der neue? Oh, der ist aber schön. Oh Gott, der ist aber auch ein bisschen groß. Ey. Geil. 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 Deckt wenigstens mal so die Dings ab, ne? Also Mähwerkbreite. Krone, ne? Krone, ja. Glas und Krone mögen wir. Das ist der Paul. Grüße, Paul. Da kann ich ja fast erst fertig wenden, bevor du anfängst. Du brauchst ja eh nur eine Bahn. Bei der Breite da. Übertrieben gesagt. Krass. Ja, mach du erstmal zwei Vorgewänder. Ja. Eine oberführende Versammlung. Emergency. Das ist eine Ohne-Uns-Versammlung. Schon wieder? Ich glaube, die hacken einen Plan aus, wie sie uns jetzt heute fertig machen können. Hoppala. Bestimmt ein Ankaufangebot an Zuckerrüben von Team Darky. Ja. Wir beenden das heute hier. Team Werner. Aber den Transport, den werden wir sowas von aufhalten. Ja, wir werden uns mit allen Mitteln davor die... Wir kleben uns auf die Straße. Ja. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen unseren Xerion mit dem Mähwerk, klappen das Ding auf und stellen es auf den Trigger von ihrem Silo. Also der Darky, der gefällt mir... Ach, der Darky, sag ich schon. Der Tenso gefällt mir von Tag zu Tag immer besser. Können wir nichts mehr abkippen. So langsam denkst du wie ein Tensuko-Feind. Also ist schon gut. Ich hab vom Besten gelernt. Tensuko Feind CP. Ja, dieses aggressive Gedankengut, das ist schon hervorragend. Oha, weißt du, was ich gerade sehe? LS? Hm? Auch? Ich bin beim Stream Deck aus Versehen live gegangen. Oh. Nein, Spaß. Ach nö. Ich hab mich auch so nicht gewundert. Ich muss gerade auf Stream gehen. Es wäre aber lustig. Oh! Ja, jetzt hast du das Ding über dem Wasser. Ich hab nur kurz gewaschen. Hallo. Heute in der Live-Aufnahme. Das wäre ein bisschen witzig. Hätten wir so langsam. Aber erstmal ordentlich schwadrieren hier. Schwadrieren, ganz wichtig. Ah, ich werde erstmal ordentlich wenderieren hier. Auch das muss sein. Ritzerieren. Und also, was machst du so? Rohr durch die Gegend fahren. Ich habe das Rohr da auch schon positioniert gehabt, dass wir die Reste da vor dem einen Silo wegnehmen können. Die sind schon weg. Habe ich mir fast gedacht. Hier auch mit Profis. Und mit mir! Und Dennis ist auch dabei. Ja, Dennis ist auch dabei. Wo war denn jetzt, also der zweite Schwader, der ist jetzt noch beim Feld bei euch, ne? Der steht oben hier bei der 63. Ja, okay.
Ach, da drüben ist er, ja. Da drüben werden Rüben gerodet. Da drüben werden Rüben. Gerodet. Bis Schweizer. Tschüss. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. So kann man es sehen, ja. Ah, Tenzo heute Man of the Day einfach. Boah, wer kommt denn jetzt rein? So, heute ein bisschen on fire, wa? Weißt du, ich habe meine Spritze nicht ausgeschaltet, jetzt spritze ich hier die ganze Zeit. Oh nee. Da ist der Tank leer. Herzlich willkommen im Sync-Simulator. Ja. Early Access. Oh. Oh Gott. Oh. Schwierig. Da brauchst du jetzt aber keinen Zaun hin, Dennis. Warum nicht? Nun sei doch nicht so. Der Rübenroder-Richter hinten. Oh, ich habe einfach Licht angemacht. Statt Spur zu wechseln, mache ich hier Licht an, du. Ja. War das schon alles? Nö. 97% haben wir hier schon mit der Mission. Das ist ja fantastisch. Nummer 81. Du machst das ganz toll, Ralf. Entschuldigung, hab gerade was getrunken. Du bist, du bist mit der Kamera bei mir. Ja. Aber jetzt nicht mehr, jetzt bin ich bei Tenzu. Ich hab gerade einen Baum gehangen. Und jetzt sind wir bei Ralf. Nicht Spaß. Da waren wir schon. Sehe ich auch, wenn du hier bist. Mhm. Camera activated. Okay, als nächstes stehen hier nur. Ah ne, hier sind auch Spritzmissionen, aber. Guck mal, 44 ist doch bestimmt hier in der Nähe. Da waren so zwei, drei mit annähernd 5000 beziehungsweise drüber. Natürlich ist die 44 nicht in der Nähe von der 45, ne? Natürlich nicht. Wo ist denn die 44 schon wieder? Seht ihr die auf der Karte? Warte. Ich kann gerade nicht gucken. Warte. Wait. Ich wollte gerade sagen, Zeta, guck nicht auf die Karte, lass das Tenzo machen. Jetzt habe ich dich gleich eingeholt. Was soll ich machen? Die Karte gucken? Siehst du die 44 auf der Karte? Da ist die 47, 48, die 45. Hä? Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ganz, 44 ist vermisst. Ganz rechts, ja. An der Kante, das orangene Feld. Sind gerade Karotten drauf oder so. Ganz rechts. Ach, da unten. Ja, nee, also, am Arsch. Also über, da fahre ich nicht ganz hin. Über ist zu weit weg. Haben wir noch eine 110? Jo, eine 110 haben wir. Die ist direkt nebenan. Juhu. Juhu. Abgeben, 110 annehmen, bitte. Jo. Mach ich. Okay. 110, 5000, Vertrag akzeptieren. Oh, doch nicht. Oh, nicht blöd. Auf dem Waldfeld. Bin hier schon auf 100 zu reisen. Sorry. Okay, wo ist die 110? Ganz rechts, nein. Biobauer. Oh Gott, hoffentlich gibt es keine Anzeige. Es gibt eine Anzeige. Eine gewisse Portion an Geilheit. Was stand da? Ich hab's nicht ganz gelesen. Cool. Oh, bei dir oben, oder? Ja. Ich konnte es leider nicht ganz lesen. Das war der Artikel, den sie über uns geschrieben haben in der Tina. In der Tina? Ja. Soll ich den kleinen Ladewagen verticken? Den alten? Ja. Alles, was Geld bringt. Hau weg. Gut. Aber... Sagen, jetzt sind wir schon wieder durch, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch hier gelogen.
Sag mal. Was? Ja. Liebe Leute, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.